opfern. Steam-Bibliothek, Alter. Deine uralten Games tun jedes Mal irgendwas von mir versauen. Geil, oder? Ich mag es, wenn meine Fenster so sind, wie sie sind. Sauber? Ja, sauber, ich bin Daddy. So, genau, das darfst du jetzt spielen. Saiko no Sutoka. Es klingt sehr kinderfreundlich. Ja, sehr kinderfreundlich. Psycho. Heißt das nicht Psycho? Nein. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass Psycho Psycho heißt. Psycho. Psycho. Das heißt wahrscheinlich Psycho. Kinder! No Sutoka. Spielen. Psycho no Sutoka. Heißt die... Very high, ja, mehr passt alle. Heißt die Sotoka? Heißt die Sotoka und die ist ein Psycho? Habe ich das richtig übersetzt? Japanisch natürlich. Deutsch. Nicht Espanol. Die ist mir schon sympathisch. Mhm. So, das sind die Schwierigkeitsstufen. Die andere ist das Einfachste. Ja. Normal, schwer und... Ja. Okay, das ist... Worum geht's in dem Spiel? Also, es geht darum... Ja, lass es erstmal laufen. Bewegen? Mhm. Starte Intro. Verwenden? Erschließen? Starte Intro! Starte Intro. Ist die Kleine, ne? Ist sympathisch. Warum? Das war auf der schwersten Version probiert. Ihr habt mich ins Sitze gehackt. Wenn ihr seht, ich bin Profi in dem Spiel. So, das ist jetzt ihre andere Persönlichkeit. Also sie ist... Ja, sie hat zwei Persönlichkeiten. Hab ich mir fast schon gedacht, Martin. Ich hab dich auch vermisst. Ist das nicht romantisch? So viel reden. Ja, das ist nur einmal danach. Die ist mir unsympathisch. Dann auch noch was umstellen in der Kamera. Weil unten links ist dein Leben und rechts ist links ist halt. So, du wirst hier schön auf sie warten, ne? So. Drück mal Escape. So. Ja, sie hat den anderen Typen umgebracht. So, ich muss das erst noch kurz auf den Desktop. So. Damit ihr das nämlich seht, müssen wir in die andere Ecke des Bildschirms für den Chat aufpassen. Das ist gerade so schön wieder hingestellt. Ja, ich weiß. Und dann beschwerst du dich bei mir oder was? Nein. Das ist selbst das Spiel, wo du es so machen musst. So. Martin, das finde ich nicht fair. So, das Fortfahren. Fortfahren. Also, es geht in dem Spiel darum, das nette Mädchen, das ihr gerade gesehen habt,
hat uns entführt mit einem Betäubungsmittel. Und falls ihr Animes kennt, ne, das ist eine sogenannte Yandere, also ein Mädchen, das auf psychopathische Art und Weise in einen Jungen verliebt ist und alles für ihn tun würde, sogar töten. Und die ist dann auch noch, wie nennt man das, wenn man eine gespaltene Persönlichkeit, ja, gespaltene Persönlichkeit hat ihr dann auch noch. Ja, den Schreck kann sich verstecken übrigens vor ihr. Und das, lest den Zettel. Nein, du kannst mit E an der Zettel, da wird's deutsch. So, der Schlüssel für die Ausgangstür ist im Tresor und du musst diesen Code finden. So, es gibt verschiedene Schlüssel im Spiel und die musst du finden und die können halt in diesen Dingern halt drin sein, ne? Überall, da ist ein Key. Du kannst nur einen Schlüssel gleichzeitig tragen. So, und der ist für den Ausgang hier. Hier gibt's keinen Schlüssel mehr. Gibt in jedem Raum nur einen Schlüssel. Also nicht in jedem Raum, aber du weißt, was ich meine. Jo, du musst jetzt aufpassen, dass die dich nicht findet. Warte, mich jetzt schon. Kommt die jetzt schon näher oder was? Ja, das weiß ich nicht. Du hättest aber mal die Tür zu machen sollen. Ich bin nicht im Schrank. Aber wenn du die Tür zumachst, dann weißt du meistens nicht, wo du bist. Du kannst auch mit Steuerung, glaube ich, runtergehen oder C war es, glaube ich, genau. Und da siehst du dich nicht durch die Fenster. Also es ist manchmal. Du kannst auch das verschließen, aber da weißt du, dass du da drin bist. Aber du kannst dich am Schrank verstecken, ganz von daher gesehen. Und du kannst auch rennen, also wenn du rennst, bist du schneller als sie, aber das verrät dich. Okay. So, und jetzt guck mal in den Schränken hier nach, ob hier ein Schlüssel ist. Da rechts war noch. Strafen, hier sind wir hier noch im SM-Bereich. Die Kleine hat Geschmack doch! Ja, vielleicht ein bisschen zu viel. Ein wenig. Okay. Ich hab das Spiel, ich bin noch nie entkommen. Nur so zur Info, und ich hab's auf normal gespielt. Deadness on Track. Ah. Danke für den Follow. Bin schon aufgemacht. Unten. So, Da können, die können überall sein, die Schlüssel. Ich will dich nur vorwarnen, ne? So, öffne so. Hier. Ja, raus hier. Ey, und jetzt machst du nochmal die Tür zu, damit sie nicht weiß, dass du da drin warst. Ja. Oh, scheiße, renn! Alles klar, Mädel. Hier ein bisschen Sport machen, oder was? Jetzt lacht ihr auch noch. Ja. Ich bin schneller auf. Links, die Treppe runter. Natürlich sind da Stühle im Weg. Natürlich sind da Stühle im Weg. Geh rein! Ja, geht nicht! Wie, es geht nicht? Ich häng fest! Scheiße! Hallo! Dann nimm den anderen. Versuch's mit dem. Ah. Okay. Das liegt an dem Betäubungsmittel, das du noch drin hast. So, jetzt versuch's da drin. Oder? Ist sie da? Weiß es nicht. Oh, scheiße! Oh, hi! Ah, okay, gut. Sie hat dich jetzt abgestochen und jetzt ist sie wieder in ihrer anderen... Nein, nicht schubsen, nicht schubsen. Das nehmen. Ja, sie ist jetzt wieder in ihrer Liebphase. Und jetzt kannst du sie mitnehmen, als wäre sie ein Hund. Und kannst einfach nach dem Schlüssel suchen. Jetzt ist sie gerade nicht mehr gefährlich. Also wenn du den Glück oder was? Wenn du den nimmst, wird sie wieder aggressiv. Ja, wo ist sie hin? Guck mal nach unten. Sie umarmt dich. Ah, schön. Hallo, Senpai. Du hast einen Schlüssel gefunden. Guck mal da drauf, was für eine Nummer das ist. C2. Jetzt musst du den Raum C2 suchen. Ja, natürlich. Achso, noch was? Gehen wir mal, dreh dich nochmal um. Bei diesen Dingern. Sie hat dir den Schlüssel abgenommen. Gut, alles klar, Mädel. Fick dich. Komm her! Nee, das wollte ich dir nur sagen. Du musst Schuhe finden. Du läufst barfuß rum und manchmal macht die Scheiben kaputt. Und wenn du durch die Scheiben läufst, dann kriegst du Schaden. Alles klar. Ich mach das schon. Ich bin Profi, Martin. Bisschen wie Alien Isolation, nur mit einer Hentai-Eulen. Tatsächlich. Eigentlich wie jedes Horror-Game. Tatsächlich im gefährlichsten, also im schwersten Modus, läuft ihr in einem Bunny-Girl-Kostüm rum. Alles klar. Dafür sticht sie dich instant ab. Warum habe ich da nicht das schwerste genommen, du? Wir wollen doch hier. Also. Ja, gibt's ja, du kannst auch sterben. Also es gibt ein Zeitlimit. Irgendwann hat sie keine Geduld mehr mit dir. Das ist ein Schlüssel. Oh, Schlüssel. C2. Ach, den hat sie da wieder hingelegt. Und noch ein Schlüssel. Ja, geil. Du kannst nur einen tragen. B3 und C. Tu den mal irgendwo da rein oder so, damit du.
Na gut, dann nimm mal den mit. Ja, ich merk dir mal den Raum. Da oben stehen dann immer, da im Gang stehen dann immer die Raumnamen. Ja, das habe ich auch bis heute noch nicht kapiert. Das ist irgendwie noch von dem Betäubungsmittel und du fällst dann irgendwie um und ja. Oh ja, passiert. Nee, du musst raus aus dem Raum. Ja, ich suche gerade den Ausgang. Dreh dich um 180 Grad. Ja. Ah. Oh, hi. Nee, ich gehe da nicht raus. Oder? Du musst da raus. Du lass mich raus. Weißt aber, was passiert? Ja. Okay, renn. Run, boy, run. So, und jetzt musst du den guck mal auf den Schlüssel. Ja, B3. B3? Ja, B3 oder C3? Immer noch B3. B3 ist weiter unten. B3 ist weiter unten. Ja, glaub schon. Da ist Halle B. B ist hier. Und jetzt B3. Da hinten. B3. Nice, okay. Und abschließen. Also, nicht komm. Oder doch, ja, doch. Versteck dich erstmal am besten. Die kommt doch nicht rein, ohne Schlüssel, oder nicht? Die kommt da rein. Es ist ja nicht gesehen. Meinst du? Fuck. Nee, die hat mich nicht. Ah! Nicht mehr retten. Doch, C. Was C? Oh, Mädel! Ich kann nur meinen Rock gucken. Das hat sich gelohnt. Warte mal. Ich will mal den schwierigsten Schwierigkeitsgrad sehen. Also wenn dann machen wir es schon richtig, oder? Alles klar. Und gefällt dir das Spiel, Adi? Ja klar, super. Wie jedes Horrorspiel, nur mit einer Yandere. Kannst du machen. Ist es im schwierigeren Schwierigkeitsgrad auch dunkler oder kommt mir das nur so vor? Ja, es ist dunkler und blutiger. Ja, das ist mir gerade auch so ein bisschen auf. Oh, es geht mal auf. Oh, hi. Oh, scheiße. Nee, ich geh mal hier wieder raus. Alles gut. Ich wollte da sowieso nicht rein. Scheiße. Sind noch hinter dir? Immerhin habe ich nur. Ich will jetzt nicht nachgucken, ob die noch hinter mir ist, Martin. Nicht? Aber sie sieht doch so süß aus. Oh Scheiße. Jesus. Ist die schon drin? Nein, duck dich. Nee, du kannst ruhig aufstehen. Das sieht so nett, glaube ich. Aber die, ich glaube die... Das... Psst, die hört uns. Was hast du dir, die hört? Scheint weitergegangen zu sein. Ist ja zumindest praktisch, dass er rotleuchtende Augen hat. Dann sehe ich, ob sie da ist. Wetten, die wartet ja jetzt irgendwo? Nee. Ja, dann kann ich mich auch hier mal umgucken. Ja. Die ist jetzt weitergegangen. Uch, Jesus! Ja, den hat's doch am Anfang umgebracht. Ja, wo soll ich wissen, wo der ist? Ah! Was? Oh fuck! Lauf! Da, guck, und deswegen, du bist deine Scherben gelaufen und... Oh mein Gott! Schnell! Irgendein Raum! Ich lauf erstmal ein bisschen, ich will erstmal Distanz aufbauen. Alter! Der Ausgang, da links! Da, in irgendeinem Raum, schnell! Ist sie wieder hinter dir? Ja. Kann doch nicht sein, so schnell kann die nicht sein. Ich denke mal, ich war durch die Scherben langsamer oder so. Keine Ahnung, aber Oh, Jesus! Mädel, chill! Ich spring gleich einfach aus dem Fenster. Ich glaube, das wäre sogar eine bessere Idee, als da drin zu bleiben. Mädel! Chill mal, wen willst du foltern, wenn ich weg bin? Denk doch mal nach. Halt wieder runter. Es ist so schön. Es ist echt schön mit dir. Auf jeden Fall. Romantischer Trip. Erinnerungen fürs Leben. Ich werde irgendwie langsamer. Mir fehlt die Ausleer. Nein, wehr dich. Nein. Aber hey, sie hat ein Bandiger-Kostüm, Mann. Ja, immerhin. Bist du okay? Willst du mich eigentlich verarschen? Okay. Mach mal Jan. Ach, da ist sie ganz süß. Guck mal, ich nehm dann doch mal das. Ich hab den Timer vergessen. Ach, schön. Ja, ich mach noch 15 Minuten. Machen wir noch 10 Minuten. Warum hast du Angst?
Das ist jetzt alles so, so hell und angenehm. Hä? Ernsthaft? Und ich war schon draußen. Normal habe ich noch nie gespielt. Ich habe immer nur, also nee, Yandere habe ich noch nie gespielt. Warum ist die Schule eigentlich so leer? So für die Weicheier. Oh, hi! Ich suche einen Schlüssel, damit ich vor dir weg kann. Okay. Ja, ich soll dir folgen. Dann lauf doch. Also, nee, ich kann dein Höschen sehen. Kann ich nochmal schubsen? Okay, tschüss. Okay, das ist echt. Also. Hi, na? Also, da fand ich das Bunny-Ding doch ein bisschen schwieriger. Ja, vor allem, ich weiß nicht, was du machen musst. Hi, na? Ey, das wirst du bereuen und läuft weg. Fick dich noch. Jetzt ist es andersrum, jetzt musst du vor mir Angst haben. Und da gab's auch schon mal einen Schlüssel drin. Da war da alles voller Blut und das hast du abgelassen, da war ein Schlüssel drin. So, aus meiner Erfahrung. Ah, ich glaube, jetzt ist es böse. Ja, jetzt ist es böse. Okay. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Warum hast du überhaupt eine Gasmaske an? Das sieht irgendwie voll vergast aus. Ja, echt? Eine Gasmaske an. Ja, renn lieber mal weg. Deswegen findet sie dich wegen dem scheiß Blut. Ja. Der Modus ist ja langweilig. Ja. Ich finde den normalen Modus am besten. Da hast du genug Zeit. Da ist die voll nett zu dir. Nee, ernsthaft, das ist die wirklich voll nett. Ich komm nirgendwo rein, leg mich doch am Arsch. Ja, guck mal alle drin. Ja, ernsthaft, die sind alle verschlossen. Vielleicht, also. Ah. Ja, da geht er. Ah, ich lass mal offen, die kann ja eh nix. Ja. Komm ruhig, ich schubst dich dann eh wieder weg. Ach Gott, der Schatten wäre schon. Oh, hi! Ja, doch, das, doch, die ist schon da. Ja, was machst du jetzt? Wirf die nach. Hallo? Lol, was hat die nach dir geschmissen? Die hat irgendwelches Gas oder so nach mir geschmissen. Ernsthaft, die kann Gasgranaten schmeißen in dem leichtesten Modus? Warum kann ich eigentlich nicht von außen abschließen und die einfach einsperren? Das habe ich mich auch schon gefragt. Alter. Ich will ja nicht sagen, Adi, aber deine Sicht ist verblutet. Du hast mich nicht gesehen. Adi, sie hat dich gesehen. Nein, hast du nicht. Ja, genau, geh einfach durch, ist in Ordnung. Alles klar, wirf mit Gasgranaten hier und kann durch Wände laufen, ist in Ordnung, Mädel. Ich hab verstanden. Alter. Warte. Kann man sie mit dem Schlüssel abstechen? Nee, leider nicht. Haben wir es probiert? Ich hab alles probiert. Junge, hör mal auf zu bluten. Boah, ich das einen Schlüssel für die Krankenstation. Kann mal wieder nett werden. Hier, ich bin so hilflos. Wilma, so viel Blut hat kein Mensch. Die Augenbrauen. You cut and die. You cut and die. Ja. Okay. Einmal hast du noch. Will ich nochmal Yangi reden. Ernsthaft? Mach ich nochmal das. War dir das angenehmer? Das ist am interessantesten, ist auch lustig. Alles andere ist ja für Weicheier. Jo! Scheiße! Warte, ich renne jetzt einfach vor dir weg. Komm hierher, komm hierher. Alter! Komm, Mädel, komm, Alter. Ich sehe doch deine Kürbisaugen. Ja, komm! Das ist ihre Schminke, ne? Ja, komm! Jetzt laufe ich einfach hier lang. Bin raus. Oh, natürlich hat's wieder Scherben. Oh, du Fotze. Ey, keine so heftigen Beleidigungen. Du. Du unmenschliches Ding. Du schon wieder. Ich liebe das Gefühl von deinem Blut am Ende. Das ist so schön. Ja, dann reib dich da drin und hoffen, mir hinterher zu laufen. Keine Ahnung, lass dir was einfallen. Wie gesagt, ich versuche am Anfang immer Schuhe zu finden. Weil Schuhe sind einfach must have in dem Game, ey. So, und jetzt schnell deinen Schrank. Da hinten ist ein Schrank. Rechts. Aber da ist deine? Nein! Oh nein, du bist in der Kantine! Da gibt's keinen Schrank! Ja, das kannst du nicht benutzen, keine Ahnung. Adi.
Ja, genau das. Ja, hi. Ich geh mal hier. Oh, musst du überall Scherben hinterlassen? Das ist doch nicht dein Ernst, Mädel. Du wirst eine schlechte Hausfrau. Guck dir die Sauerei an. Aber immerhin liebt sie dich. Aus ganzem Herzen. Ja. Oh, Junge! Hast du den Dodge gesehen? Ja, Alter. Geh hier mal wieder runter, wenn's okay ist. Weiß gar nicht, wie du die wieder loswerden kannst. Ah, ich mach das hier. Kein Problem. Absolut kein Problem. Komm ich hier irgendwo weiter runter? Nö, natürlich nicht. Ja, hi. Ne, ich geh hier mal. Werd langsamer. Alter. Ja, aber du blutest. Komm jetzt nicht mehr vor, der weg ist, was? Ja, natürlich. Du musst dich. Ist sie nicht irgendwann mal außer Puste? Sie anscheinend nicht. Ja, allerdings. Alter. Junge! Auf mit Sachen mal mitzuwerfen, was ist mit dir? Jetzt hier rein. Ich trick sie jetzt aus, pass auf. Lol, die ist wirklich so blöd. Dann dreh dich schnell um, da ist ein Spind. Schön laut. Was denn? Ernsthaft? Du bist hier so entkommen? Das kannst doch nicht sein. Ja, warum nicht, ne? Mach die Tür mal zu und schau dich im Raum um leise. Jo, okay. Okay, da ist noch ein Schrank. Alter, wie bist du durch die Tür gekommen? Muss schneller sein. Schneller. Ja. Okay. Gut, ist ein Unentschieden. Ich geb mich geschlagen. Du bist tot, ne, echt? Okay, eine Runde mach ich noch, oder? Ja, wie gesagt, ich hab's halt auf normal probiert und auch schwer. Dann mach ich halt auch mal normal. Das normal ist so langweilig. Ne, normal ist genauso wie schwer. Bei schwer ist es halt nur, dass sie öfter aggressiver wird. Das ist alles. Ja, und das Medizin. Du bist gesund. Übrigens, das Geilste ist, wenn du zurückkommst und du hast nur noch Half-Life oder so, ne, dann steht an der Medizin, du bist gesund. Das heißt, das Scheißding halte ich nicht. Weil der sehen wir wirklich immer an derselben Stelle. Bei mir war andauernd woanders im Raum. Hell hier und sauber. Sauber, aha. Ja, Fehler passieren überall. Da link, da im Waschbecken. Immer ans Waschbecken verwenden. Da könnte ein Schlüssel drin sein. Oh, Scheiße. Ich guck mal nachher nach dem Schlüssel, wenn's okay ist. Schlüssel drin? Steht da drauf? Krankenstation. Schnell, lauf zur Krankenstation, bevor sie den Schlüssel abnimmt. Klar, ich weiß sofort, wo die Krankenstation ist. Ich glaube, die ist im zweiten Stock, da warst du gerade. Oh, das ist cool. Zumindest gerade nicht. Also die Krankenstation ist schon mal nicht oben. Die muss aber oben sein, meine ich. Da unten ist die Kantine. Hi. Scheiße. Ich lauf mal weiter. Gut, dass du eh nicht so schnell bist. Ja, jetzt. Da war die Krankenstation. Ach, schön. Edel, ich muss hier mal an dir vorbei. Lauf mal kurz im Kreis, wenn's okay ist. Ja, du bist. Ja, okay, du bist mir auch sympathisch. Oh, natürlich muss ich unten lang. Lauf ich mal kurz. Ja, danke. Danke, hast Platz. Boah, gemacht. Das hat sich geschnitten. War die? Da. Hier? Nein, rechts. War die gerade da drin? Links! Hinter dir ist die Krankenstation! Hier? Ja. Schnell versteckt. Oh, Mädel! Lass dich ein bisschen stechen, dann wird sie wieder freundlich. Das sieht aber nicht so aus, dass sie freundlich wird, Martin! Manchmal klappt es. Nimm die Medizin. Guck, du bist gesund. Ich bin nicht guck gesund. Jetzt, stopp. Jetzt drehst du dich zu ihr. Die Medizin. Danke. So, und jetzt guck dich halt um, ob du hier einen Schlüssel findest. Da kann man nicht klicken? Ja, das habe ich auch noch nie geschafft. Ja, sie hat. Die lässt mich einfach allein. Ich fand die in Ohnmacht. Ich dachte, die liebt mich. Nee, sie hält die Tür zu. Hi. Drüber, du Trottel! Ja, jetzt musst du einen anderen Schlüssel suchen. Warum bin ich eigentlich so langsam? Ja, sie hängt an dir.
Oh. Was? Nee. Und das ist so langsam. Doch, die hängt an dir. Guck. Ah, der Schatten. Ich sag doch, die hängt an dir. Ui. Guck, jetzt steht sie hinter dir. Genau das, was ich gesagt habe. Ist die nicht süß? Ich hab ne Idee. Kantine. Sagt er einfach, komm, lass uns zusammen alle umbringen. Hey, raus hier. Geht doch. Lemon Tea ist fantastic. Das ist schön. Da oben sind überall Schränke, ne? Und du hast sie sauer gemacht. Hab ich? Ja. Meinst du? Weil du abgeschlossen hast. Hättest du es nicht abgeschlossen, wäre es normal gewesen. Mädel. Chill. Immer wieder zur Krankenstation, wenn es dir nichts ausmacht. Ach genau, und im schweren Modus blutest du länger. Also. Nein, das ist die Bibliothek. Ja doch, geh da rein, da ist ein Schrank. Ja, nee, ich will ja Krankenzimmer hier. Ey, das ist. Ja, da bin ich hergekommen. Da ist Krankenzimmer. Da ist Krankenzimmer. Ah, ist ein bisschen Blut. Ja, stell dich nicht so an. Du bist gesund. Ich bin nicht gesund, verfickte Scheiße. Ich sag doch, die Dinger sind nutzlos. So, kann ich jetzt nehmen? Ich bin gesund! Immerhin kommst du nicht rein. Alter. Wirklich? Keine Chance. Und ich spiele Osu. Ihr dummen Scherben, Alter. Mädel, hackt's oder was? Jetzt hat sie mich wieder reingezogen, oder? Oh, du blöde Fotze. Ja, sie heilt dich. Ist sie nicht süß? Oh nein, oh nein. Okay, das war, glaube ich, keine Heilung. Ja, das war's. Du bekommst kaum Luft. Bist du okay? Nee. Du get poisoned, du wurdest von ihr vergiftet. Ja, gut. Okay, gut, ich denke, das langt. Der Timer ist... Ja, 9 Sekunden hättest du noch. Alter, ey. Und wie heißt das Game? Cooking Simulator. Cooking Simulator. Messer waren dabei, ja. Messer waren dabei, ja. Auf Menü. Saiko no Sutoka. Da oben links steht's. Da. Da oben in der Ecke. Ne? Das bist du übrigens du. Vor allem das ist eine Alpha. Fand das Spiel sehr interessant. So. Wow, die Frau erinnert mich irgendwie an meine Ex, wenn die mein Handy durchschauen wollte. So, diesmal machen wir die 30 Minuten, diesmal vergessen wir sie nicht. Gut. So, was soll ich als nächstes spielen?